Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyeye mit dem lieben Brilli und dem lieben Zwebel. Moin. Mahlzeit. Moin. Falls das jemand nicht verstanden hatte, das hieß Mahlzeit vom Brilli, nee, vom Zwiebel. Der hat das mal wieder noch nicht mit dem Sound in Ordnung gebracht. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Alter, du übersteuerst voll, echt. Entschuldigung. Du klingst hier, du klingst wie so von wegen, eine Runde rückwärts, eine Runde fahren wir noch, alle einsteigen. Das ist mein Elan, einfach, weißt du? Einfach. Schön die Wochen schon 1939. Ja. ist ja egal. Auf jeden Fall, wir haben hier diesen Apple-Sapling. Mhm. Den haben wir schon eingepflanzt? Ja, der steht doch hier. Wir umkreisen ihn ja quasi gerade hinter dir, Brilli. Ist das hier nicht auch ein Apfelbaum, der hier wächst? Hey, das wir hatten ja schon einen gebaut. Das ist eine Eiche. Nee. Ah, stimmt, Apple Sapling, genau. Den hatte ich schon gepflanzt, den einen. Hier. Danke, ich wollte auch gerade was essen. Oh, jetzt backen hier essen? Die... Nee, iss die Äpfel nicht, sondern lass die backen. Also hau die in den Ofen, dann geben die wesentlich mehr Energie. Rügst du. So, okay, also gucken wir mal, wo wir stehen geblieben waren. Also ich war gerade den Lapis Sapling am Bauen. Okay. Ja, das werde ich auch weiterhin verfolgen. Genau. Also wir waren bei dem Ironwood, ne? Ja, pass auf, also wir brauchten diesen Lapis Sapling... Nicht, ich baue, soll ich noch einen Apple hier reinhauen? Ja. Nee, brauchst du nicht. Wie war denn das? Viele Äpfel. Wir waren bei Ironwood, bin ich der Meinung. Man kann Ironwood. Man kann Äpfel nicht in den Furnace stecken. Natürlich. Nein. Doch. Junge, guck doch hier rein. So, Ironwood Sapling. Warum kann nicht? Kann man auf dem Markt kaufen. Geht nicht. Oder als Bonsai. Ich esse jetzt. Ich muss was essen. Oder geht es hier nur in dem Modpack nicht? Weil ansonsten geht es nämlich. Also ich war diesen Lapis-Dingsbums am Bauen. Genau. Das werde ich jetzt auch, wie gesagt, dann weitermachen. Ich brauche einen Dark Oak Sapling. Ja, da musst du haben gucken. Haben wir doch gepflanzt. Ja, eigentlich schon, ja. So, also für den Ironwood, wie war das denn? Ein Iron Sapling. Ich glaube, ich habe es falsch abgebaut. Ich habe keinen Sapling rausgekriegt. Nein, der Sapling ist ja auch, der hat eine gewisse... Ab rechts geht mit der Axt? Mann, hör mir doch mal zu, der Sapling hat eine prozentuale Drop-Chance. Casting. Und zwar, ach genau, wir mussten Akazie mit geschmolzenem Eisen, dann kriegt man Eisen-Sapling. Ja genau, die Frage war jetzt, woher wir dann Eisen herkriegen, ja. Okay. Welchen macht ihr? Ironwood, diesen Iron Sapling, ne. Iron, wie heißen die hier? Iron, nicht Iron Bar, sondern Iron... Will ich denn noch anders irgendwie einen Dark Oakwood Sapling? Ja, guck halt einfach. Ingot. Das ist doch ganz einfach. Guck mal, du machst es dir wahrscheinlich super kompliziert. Ja, ey, jetzt will mir wieder das Nay erklären. Ich verstehe das Nay. Ja, anscheinend nicht, sonst würdest du ja wissen, wie du da hinkommst. Aber vielleicht könnte ja jemand mir es ganz schnell sagen, aber offensichtlich ja nicht. Nee, weil alle gucken ins Nay und erklären es dir dann, weil du es anscheinend nicht raffst, wie man damit umgeht. Ganz einfach. Ich weiß, wie man damit umgeht. Es kann ja sein, dass es jemand weiß. Nein. Einfach weiß. Woher denn? Ja, auswendig. Ich weiß ja auch, wie man Spitzhacke baut. Ja, ist ja wieder was anderes. Also man kann es aus Iron Amber schmelzen. Und Iron Amber haben wir gebastelt. Aus Coal, Gravel und so weiter. So. Wo ist denn Iron? Welche Kiste? Sapling in den Coal drin. Kohle, Bone. Machen wir das doch mal. Coal. Wo ist denn jetzt das? Hast du gefunden, den Ember? Wo ist denn der? Hat mir nicht einen Coal drin? Der steht doch da oben, oder nicht? Okay, müssen wir nochmal so ein Ding bauen, glaube ich. Wir haben keinen Coal drin, oder? Ich weiß es nicht, muss mal gucken. Ansonsten müssen wir den halt mal bauen. Sagt mir irgendwas. Ach doch, irgendwas hier, sagt mir das. Der O-Code und dann haben wir, okay. So. Kohle, Gravel, Clay und Sand. Bottle, Water. Kohle. Bone Meal, da müssen wir mal ein bisschen mehr Bone Meal machen. Gravel. Kriegt man das Wasser aus dem Kohle raus? Mit dem Eimer?
und dann ausgießen oder den mal abreißen? Warte mal. Ich gieße mal den Eimer aus. Ansonsten reißt du den einfach mal ab. Oh, Clay, wir haben so wenig Clay Resins. Und das Sand. War alles. So, haben wir hier irgendwo, ist das irgendwo Clay? Tin, Dirt, Bowl, Oak, Dark Oak, Apple. Hm, das ist ja blöd. Dark Oak. Haben wir noch, sehr gut. Noch irgendwo Dreck, um das, den einen Bonsai-Dingsbums hier noch zu... Nee, warte mal, mach da bitte keinen Dreck rein. Ich versuche mal nämlich hier gerade diesen Fertile Soil zu machen, wo wir eine höhere Drop-Chance dann kriegen von dem ganzen Zeug. Hat jemand die ganzen Bone-Sachen genommen? Ja, die habe ich gerade. Kann ich mir einen Bone, ich brauche einen Bone-Resin. Ja, warte mal, wo bist du? Da. Wie war das? Irgendwas musst du drücken. Ein Bone-Resin, da hast du, hinter dir. Und Clay-Resin, hat die auch jemand? Nee. Ja, die Clay habe ich, aber es gibt nur zwei. Ich baue gerade deswegen hier so einen Claybaum. Aber ich weiß nicht mehr, welche Taste ich drücken musste, damit ich das alles mit Eimer abbaue. R war es bei mir. Bei mir war das hier dieser Axon Socon Dingsbums da, der mit dem Hakenteil da. Nein, weder noch. Hab ich vergessen. Musst du aber gedrückt halten, ne? Ja, das ist schon klar. Wow. Ja, das ist Tin. Dann sollten wir vielleicht mal hier einen Clay-Baum pflanzen. Bin doch gerade dabei. Nein, ich meine hier in unseren Bonsai-Pots. Ja. Der durfte ich ja gerade nicht. Ja, ich brauche einmal Erde. Warte mal, ich nehme jetzt hier mal dieses Scheißding da weg. Wir haben zwei Pins. So, pass auf, jetzt mache ich hier. Geht das hier? Wir haben zwei Pin-Saplings hier drin. Das müssen wir auch nicht haben, oder? So, Fertile Soil. Jetzt gab's sogar noch einen. Hier, nimm den mal auf, Brilli. Hm? Wo ist denn der? Jetzt hast du in meinem wieder. Inventar. Ja, dann müsste, genau, jetzt da nimm du den auf, dann hast du die Quest auch und jetzt gib mir mal wieder. Danke. So, und wenn wir den jetzt, wo wollt dann das Ding jetzt einpflanzen? Na hier, was? Einfach direkt vor deiner Nase. So, setz den mal da rein und da jetzt nehme ich, da guck mal, wie schnell das Ding jetzt wächst. Also dieser Fertile Soil, den ich gerade gebaut habe, der bringt 100% an Wachstum. Guck doch mal, aber das ist eigentlich genauso schnell, oder? Also ist jetzt kein großer Unterschied. So ein riesen, also ein kleines bisschen schneller, aber nicht wirklich so. Also Drop Chance sind 125% und Grow Rate sind 117%. Hat der Brilli alles eingesackt. Oh, nur einen, es gab nur einen Resin daraus. Ja, das kommt halt mit der Zeit dann. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Tin-Sapling? Tin bräuchten wir ja auch ständig, ne? Ja, sind da schon. Zwei. Hä? Zwei sind da. Was sagst du? Ah, ich hab meine. Ich glaube, wie war das denn jetzt? So, so. Hab sie dir doch gelassen, Mensch. Ja, warte mal, irgendwas fehlt doch da. Bin ich deppert oder wo ist? Ach, die Waterbucket in der Mitte. Clay außen, okay. Leute! Was ist? Blue Man Group! Ach, warum geht das nicht? Ich bin die Blue Man Group. Alter, wir hatten hier meine... Du musst nur einmal rechts draufklicken auf den Fernseher. Ja, ich hab's verborgt. Ich hab's gemerkt. Aber halt, gib mir mal die Erde, bevor du so reinsetzt. Danke. Rechtsklick. Oh, ich treffe den Baum nicht jetzt. Wir müssen mehr Clay auch noch anpflanzen. Warte, mach da mal ein Clay-Ding rein. Weil Clay ist... Haben wir noch ein Clay-Sapling? Ja, hab ich. Weil Clay ist die Grundlage für diese Pots. Hier habt ihr mir ja schon einen weggenommen, obwohl das Deko war. Ja, ist doch kackegal, die können wir immer noch mal bauen. Ja. Kackegal, sagt er. So, Clay-Sapling. Wo willst du jetzt ein Clay-Sapling? Haben wir noch irgendwo Dirt? Ja, ich baue gerade Dirt. Wir brauchen Dirt-Sapling. Wo ist denn der Clay? Ansonsten reißen wir halt das Ding hier nochmal ab, die Deko. Deko muss jetzt weichen für Produktion. Oh. Aber es ist ja kein Oak-Sapling mehr hin. Kann ich den abreißen?
Ah ja. So, hier ist jetzt ein Dirt Sapling. Okay, und jetzt will ich hier... Ich will noch eine mit Dirt Sapling machen. Wo ist ja, jetzt setz halt hier kurz, warte, dann reiße ich das Ding hier nochmal ab hier. Warum? Ja, hatte ich ja schon jetzt mehrfach gesagt, ich setze da diesen Soil rein, aber... So, wenn ich das jetzt hier Soil mache... So, was war da drin? Ein Dirt Sapling. Ist schon. Okay. Hast du noch eine Box? Oh, oh Irony. Irony! Oh, Irony! Was hier hast du jetzt? Will jemand den haben? Ja, gib her. Blueman Group wollte ja keiner von euch, ne? Doch, komm mal her. Danke. Hier, Brilli. Hier, Zwiebel. Danke. Sehr schön. Warum Danke. Pflanzt man dann die Blumen Group nicht eigentlich auch noch ein? Weil momentan der Dirt fehlt. Ah, ich verstehe. So, jetzt gucken wir mal ins Buch. Hier, du kannst mal ernten da hinten dein Dirt. Und jetzt können wir nämlich diesen Akazie mit Eisen übergießen. So, wo ist denn jetzt die Akazie? Hast du die, Zwiebel? Oder wie war das? Nee, die Akazie müssen wir aus diesem Apple-Ding irgendwie machen. Iron Dirt. Sapling, warte mal. Iron Sapling. Den Ironwood Sapling. Der kommt halt irgendwie nur aus dem Ironwood Baum raus. So, ich mache hier einen Dirt rein jetzt hier hinten. Ja. Warte mal. Mach mal den Sapling hier rein, Zwiebel. Oder gib mir wieder. Welchen? Den Blau. Den, wo soll ich ihn reinmachen? Hier hinten. So, Akazien-Sapling. Apple-Sapling ins Wasser. Aha. Braucht man irgendwas für die Fertile-Erde oder was muss man da machen? Ja, den musst du mit Bone Meal zusammen kombinieren. Wieso haben wir nirgendwo mehr Wasser? Ist hier. Doch hier ein Riesendings. Ja, manchmal bin ich ein bisschen doof. Manchmal. Ich übrigens auch nochmal Danke an, ich glaube, das waren insgesamt 12 Kommentare, die mich für mein Lager gelobt haben. Sehe ich nicht, wieso kann ich denn jetzt hier kein Wasser reintun? Wenn? Na, weil da doch schon was drin ist. Ja, aber wie kriegst du das da raus? Ja, entweder kaputt hauen, genau. Ah, ist das immer kompliziert. Hey! Wieso krieg ich hier. Sicher? Nee, das ist aber der Crushing Tab. Sicher, dass es da drin sein soll? Ach so, nee, dann wahrscheinlich hier oben. Alles klar, mein Fehler. Ha! Hab ich die Akazie. Sehr schön. So. Und jetzt mit Eisen. Genau. So ist es. Cool. Muss das mal hier geschmolzen werden, glaube ich. Ich stelle hier schon mal so ein Ding hin, ja? Was ist denn so ein Ding? Ja, so ein Bonsai-Pot. Was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt gerade? Den Eisenbaum. Ironwood, genau. Den Eisenbaum. Not enough heat to melt. Wie hast du jetzt eigentlich Eisen gebaut? Also den Eisenbarren. Aus Gravel Resin, Clay Resin, Sand Resin und Kohle Resin, glaube ich. Aber die Kohle macht nicht genug Hitze. Nur 200 Grad. Wir brauchen aber scheinbar mehr. Ja. Okay. Pass mal auf. Haben wir schon so ein... Haben wir noch irgendwo Clay? Worin hast du den denn gemacht? Hast du den einfach gecraftet, den Eisenbahn? Ja. Ja. Genau. Aber bei mir zeigt er das Rezept mit irgendwelchen Resins nicht an. Doch, doch, doch. Wenn du Iron, gib mal einfach Iron ein, ne, Iron. Ja, hab ich. Nee, Quatsch, Entschuldigung, du musst, entschuldige, ich war gerade abgelenkt. Du musst ein Ember irgendwas. Du schmilzt das aus Ember, bla bla bla. Und das Ember-Ding kannst du bauen. Ember-Mulch? Nee. Nee, Ember-Bar oder so, warte. Iron Ember kannst du bauen. Und das kannst du dann schmelzen in Iron. Ah ja. Resin,
Aber wie kriegen wir mehr Hitze als Kohle? Ja, ich versuche gerade hier, meine Idee war, dass wir nochmal so ein Ding bauen, so ein Lava. Ja, genau, wie heißt denn dieses Ding? So ein Crucible. Create Lava by using right click on a cauldron while holding cobble. Collected in a clay or regular bucket. To melt cobblestone, you need to have a torch, fire, magma block or lava directly under the cauldron. Ja. Also man kann Lava im Cauldron machen. Ein Cauldron kann man auch machen, aber das ist halt dann kein Holz-Cauldron, ne? Sondern einer aus der ist halt auch aus. Warte mal, gibt's aus Cobblestone? Aus Cobble könnte man den bauen, theoretisch. Also ich habe noch 2 Cobble. Hat jemand noch Cobble am Start? Nee. Ich habe 4 Cobble. Brilli, hast du noch Cobble am Start? Nope. Hatten wir nicht irgendwo so ein Ding? Ach nee, nur die Holzdinger, ne? Ja, Oak Cauldrons. Ja. Brilli, du hast ja gerade hier geerntet, ne? Hast du Clay Resin? Clay Resin ist in der Clay-Kiste. Achso, dann hast du die rausgenommen. Habe ich sie rausgenommen, ja. Kannst nee, ich gerade. Ne? Ich brauche halt auch gleich welche. Okay. Aber ich kann hier noch welche reinfügen. Ich weiß gerade nicht, wie viele ich brauche. Boah. Wenn, dann in der Claybox. Alles klar. Ach, Mann, ey. Wo ist denn die Zinnbox hier? So, warte mal. Clay Resin. So, Zwiebel, was machst du gerade? Kann ich dir irgendwie was zuarbeiten? Ich versuche so ein, wie heißt denn dieses Scheißding, ey? Wir müssten, glaube ich, jetzt als allererstes mal Clay bauen. Dieses Ding aus Bone Meal, da. Mann, wie heißt denn diese Sache, wenn du Clay mit Bone Meal zusammen machst? War das Porzellan? Ja, ich glaube Porzellan. Unfired Porcelain, genau. Da kannst du doch irgendwie so ein Ding da draus bauen. Haben wir noch Clay Saplings? Nee, die sind ja da hinten gepflanzt irgendwo. Mehr haben wir nicht als die beiden, die hier wachsen. Nee. Nicht, dass ich wüsste, warte, ich guck nochmal. Doch, ich habe noch 62 Clay Saplings im Gepäck. Und platz mal in das dritte hier auch noch einen. Also irgendwie brauchen wir ja jetzt Lava. Meine Idee war jetzt dementsprechend so ein Ding zu bauen, wo du Lava drunter setzt, eine Fackel drunter setzt und dann kannst du da immer was reinschmeißen. Cobblestone. Dass dann Lava draus wird. Wie heißt denn dieses Scheißding, ey? Nochmal, was suchst du? Den Cauldron. Ja, den Cauldron kannst du ja... Also entweder bauen wir den aus Stein, wenn das funktioniert. Dafür brauchen wir aber noch mehr Cobblestone. Okay. Ich habe bloß 4 Cobblestone. Wie haben wir die Cobblestone gleich noch gemacht? Oh, das merkt sich doch keine Sau hier. Cobblestone. Also 7 Cobblestone bräuchte man dafür. Okay. Und Cobble ist aus... Hier, machst du aus Petrified Resin und Petrified Acorn. Da haben wir hinten noch ein paar. Ach hier, Petrified. Meine ganz hinten rechts, genau. Okay, dann nehme ich mal alles hier aus der Kiste raus. Genau, mach mal so ein Cobble. Und mach jetzt Cobble. Und dann müssen wir unter den Cauldron müssen wir aber Feuer setzen, ne? Da reicht eine Fackel. Ja, okay. Also ich mache jetzt mal alles zu Cobble, ja? Ja, mach mal. So, okay, dann baue ich jetzt so ein Cauldron da, ja? Mhm. Da ist er. Cobblestone Cauldron. Was? So, eine Fackel. Ja. Dann nehmen wir mal die Fackel. Ich hoffe mal, das fängt jetzt nicht gleich an zu brennen, die Scheiße. Ja, hier rein. Kohle hier rein. Zeppling, oh Zeppling. Nee, muss oben draufsetzen. Ah, ach so, okay, verstehe. Okay, und jetzt können wir da. Wie war das? Wie ging es jetzt weiter? Und da müsste jetzt eigentlich auch Cobble rein. Ah ja, genau. Genau. Ach, da brauchst du noch nicht mal eine Fackel drunter. Wie holen wir das jetzt da raus? Da brauchen wir einen Eimer dazu, und zwar so einen gebrannten Toneimer oder so. Ich hab einen Clay Bucket, hab ich.
Vielleicht noch nicht genug? Doch, ein Bucket ist ja ein Bucket, also von daher. Ja, aber vielleicht sind zwei Bottles nicht genug, um ein Bucket zu füllen. Achso, ne, zwei Bottles sind zwei Bottles, ja. Ja, dann kannst du mal noch ein bisschen Kobbel da reinschmeißen, also zwei. Ja, ja, bin schon dabei. Hallo? Stück mal rück. Oh, das hier mal schön abbrennen. Geht nicht, wenn du keine Fackel drunter hast, siehst du? Ah, okay, dann ist es instant, dann ist ja interessant. Ja, da kotter Moment mal. Ja, jo. Jetzt geht's. Ja, und jetzt habe ich Hotboy. Hotboy, Alter, gib mal her, Hotboy. Warte, hier, Hotboy, geht rum. Nice. Hier, Brilli. Schmeiß es mal Hotboy. Brilli in die Nase. Was? Brilli, Hotboy. Nee, war falsch, sorry, ist egal. Hier, Hotboy. Was ist das? Schön Lava oder was? Ja. Ja. So, gib und mal her die Lava. Oder zu dir? Und dann stopf die mal hier in den, ja, in den, ja, Ding rein. Das ist klar. So, zack. Verdammt. Und zack. Not enough heat to melt this item. Obwohl es 1300k hat. Ah, was für ein Scheiß. Aber wieso ist denn Lava nicht heiß genug? Huh. Oh no. Molten Iron. Ich hab hergestellt. Gibt's doch gar nicht. Wie war denn das? Ah, Bonsai. Verdammt. Hä? Hey. Terrakotta krieg ich das nicht mehr weg, ne? Was so ein Mist. Smelting. Alter, die Dinger sind kacke, ich sag's euch. Es macht einfach 100-mal mehr Sinn, die Bäume wachsen zu lassen, richtig. Ich habe jetzt 3 Clay-Bäume hier geerntet und habe daraus einen Clay-Resin bekommen. Ja, aber du hast halt damit keine Arbeit. Also eigentlich wäre es noch einfacher oder besser, wenn wir also halt... Also hier steht jetzt mit Lava, mit 363 Grad würde das angeblich... Ja, eigentlich schon. Ja, es liegt vielleicht an der Smelter hier, an der Smelter, wie keine Ahnung. Brilli, es ist so, dass du normalerweise kannst du ja hier zum Beispiel auch Sachen mit einem... wenn wir halt Eisen haben, dann kannst du hier Bonsai-Pots mit so einem Hopper machen. Das heißt, die Bäume wachsen halt einfach nach. Die wachsen, ja, ne, und dann verstanden. So. Das ist halt der große Vorteil. Aber deswegen, dafür brauchen wir jetzt halt Eisen. Momentan ist das alles noch Schwachsinn. Naja, es geht so. Also hier steht überall 200 Grad, 200 Grad. Also das Lava reicht vollkommen aus. Eigentlich müsste die Lava-Dicke ausreichen, ja, da hast du recht. Steht hier auch. Und im Melter, also ich bin im Melter und unter Tinkers Compliment. Ah. Ich doch, bleib da. Und da steht überall. Aber ich kann. Es steht nirgendwo, dass ich einen. Kann sogar den Cauldron smelten. Und ein Bucket. Und alles schmelzen wieder. Nur kein Ingot steht dabei. Hm. Warte mal, hier, was ist das? Iron Acorn. Achso, da brauchen wir erstmal den Iron Tree. Block of Iron kann man schmelzen. Hier, doch. Iron Ingot. 234 Grad. Will mich das Ding wo veräppeln? Weißt du was? Vielleicht ist da noch irgendwas drin. Noch ein irgendwas. Weißt du, was ich meine? Noch von dem vorhergehenden. Hast du Bone Meal? Wer hat Bone Meal? Ich hab 9 Bone Meal. Ja, guck mal. Guck mal, Mene. Er schreibt ja noch Heater 140 Seconds, Temperatur genau. 200 Grad. Genau, wir müssen das, glaube ich, erstmal rauskriegen, diese Althitze sozusagen. Ja, aber die, glaube ich, die verbrauchst du nur, indem du es sag schon. Ja, mach's mal kaputt, oder? Ja, ich weiß halt nicht, womit. Ja, mit der Axt. Zack, 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 vielleicht zack, Pickaxe? Zack. Hast du eine Pickaxe? Nee, hab ich nicht. Ja, nicht, dass das Ding kaputt geht irgendwie. Ach so. Nee, eine Pickaxe habe ich nicht. Ja. Nur fix eine bauen. Ich habe aber ja nichts. Ich baue schon eine. Kobbel oder so. Na, bauen wir einfach eine aus Holz. Ja. Ja. Steht hier ein großer Oakwood-Baum. Naja, Brilli macht das jetzt. Ich habe den nicht gepflanzt. Ach, dann war das der Apple-Sapling. Der wird zum Oakwood? Ja. Ah, jetzt, okay. Stell noch mal hin. Da ist er. Jo, hauen wir die Lava rein? Lava.
No fuel found. Und jetzt allen rein. Ja! Nee. Not enough heat to melt this item. Der hat trotzdem bloß 200 Grad. Ah ja, tatsächlich. Vielleicht. Aber mein Lava-Bucket ist jetzt komplett weg. Also inklusive Bucket. Warum kriegt der nur 200 Grad? Hätten wir die Scheiße unten in den Heater reinhauen sollen? Ach, da ist ja auch noch was unten drunter. Wahrscheinlich. Mist, müssen wir nochmal Lava-Dings bauen. Ja, ist ja kein Problem. Brauchen ja nur Kobbel und ein Bucket. Genau, aber Kobbel. Ja, das war doch aus diesem. Ja, da fehlt aber jetzt die Petrified Acorn. Und wo kam die jetzt nochmal her? Aber warum haben wir keinen Petrified? Weil ich habe den ganzen Petrified Krempel hier im Inventar, aber da fehlt jetzt. Ja, musste Petrified Bäume bauen. Mhm. Oder war das, was man trocknen musste hier an diesen trockenen. Acorn, man brauchte doch dann Acorn Tree oder sowas. Ja. Petrified. Ja, die machst du am Drying Rack oder die kommen aus dem Petrified Sapling halt raus. Ja, hast du denn nicht schon einen Petrified Sapling? Mehr als genug. Na dann. Worauf wartest du dann? Eigentlich auf Platz. Ach, da hinten. Ne, da hinten ist jetzt ein. Naja, wir haben keine Bonsai-Pots mehr. Und pflanzen einfach hier. Und twerken wir noch. Das ist doch kein Problem. Cool. So nicht, ey, Leute. Und viel mehr Zeug. Twerking, twerking, twerking. Das spammt da hart. Brilli, wenn du das alles ein bisschen automatisieren willst, kannst du irgendwie aus diesen Bonsai-Dingern. Ja, machen. Mit Hoppern, ich weiß. Genau. Aber ich hab keine. Da brauchen wir ja Eisen dafür, ne? Ach so. Das ist ja die Scheiße. So, da. Diese blöden Dinger hier immer. Taste R und du machst alles auf einmal. Immer noch. Nee, bei mir nicht. Ich weiß nicht, auf welche Taste ich das gelegt habe. Oh, fuck. X. Was ist das? What the hell? Blacklist Block. What? Weiß es doch auch nicht. So, was brauchen wir? Acorn, sagst du, ne? Petrified Acorn? Ja. Einfach selber. Kobel. Cobblestone. Wachs. Crafting. Ja. Acorn und Resin. Okay, da braucht man 4 Acorn pro. Wie macht ihr das nochmal? Ich muss mal in die Optionen. Ah, das mache ich während vor der nächsten Folge und nach dieser Folge, weil die Folge ist jetzt erstmal zu Ende. Und in der nächsten Folge, Freunde der Sonne, schreibt es mal in die Kommentare. Warum kriegen wir die Hitze nicht hin? Liegt es an dem Heater oder liegt es an was anderem? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, Zwiebel, es liegt am Heater. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Fürthi. Tschüss.